Abend und herzlich willkommen zu unserem digitalen Planabend. Mein Name ist Sarah Penning und unser Thema heute ist Marketing und Fundraising. Haben Sie vielleicht ein Zeitungsabo und Ihnen fallen regelmäßig Flyer von Plan International in den Schoß? Oder haben Sie gerade eine Patenschaft übernommen und fragen sich, warum Sie trotzdem noch Spendenaufrufe von Plan bekommen? Darum soll es heute gehen. Warum ist Marketing und Fundraising so wichtig für eine Organisation wie Plan? Zu diesem Thema haben wir heute folgende Gäste. Herrn Porschen, Geschäftsführer von Plan und Leiter des Marketings. Herrn Farbut Mahuchian, der ist Koordinator für das Plan-Ahrtal-Projekt. Und wir haben noch Frau Ahlers von der Firma Froster. Auch ich begrüße Sie sehr herzlich wieder einmal. Mein Name ist Henriette Schulz-Süchting. Herr Porschen, schön, dass Sie hier sind. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Marketing und Fundraising? Schwierige Frage, aber ich versuche es trotzdem kurz und knapp und hoffentlich verständlich zu erklären. Wenn man so sich Lehrbücher anguckt, da werden sehr viele Seiten über das Thema Marketing geschrieben. Ich versuche es aber, wie gesagt, ganz kurz und knapp zu machen. Das Marketing als Teil des gesamten Unternehmensprozesses richtet all seine Aktivitäten letztendlich auf die Spendenden oder in anderen Branchen heißt das dann auf die Kunden aus, auf die tatsächlichen vorhandenen Kunden oder eben auch auf die potenziellen Kunden. Und dahinter folgen dann diverse Aktivitäten und eine dieser Aktivitäten, nämlich die direkte Gewinnung von Spendenden, ist eben das Fundraising. Also man könnte es sinnbildlich sagen, Marketing ist das große Ganze und Fundraising ist mehr oder weniger dann eine sehr zielgerichtete Aktivität. Ich hoffe, es ist ganz schwierig, diesen Unterschied kurz und knapp darzustellen. Ich hoffe, dass es mir einigermaßen gelungen ist und dass es eben auch hier bei Plan in der Marketing- und Fundraising-Abteilung ja, unser tägliches Brot und wir werden aber natürlich auch von der Kommunikationsabteilung, die da auch einen wesentlichen Anteil dran hat, unterstützt. Und warum, wir sind ja eine Hilfsorganisation, warum ist es denn auch für eine Hilfsorganisation so elementar wichtig, eben Fundraising oder beziehungsweise Marketing überhaupt zu machen? Ich glaube, um die Frage zu beantworten, nur mal ganz wenige Zahlen. Wenn man sich in Deutschland anguckt, wie viele Organisationen es gibt, die Spenden sammeln, also Fundraisen, dann kommt man auf die stolze Zahl von mehr als 400.000 Organisationen. Das heißt, bei Gesamtspendeneinnahmen von 5,5 Milliarden Euro, das sind so Schätzungen, die man immer wieder liest hier in Deutschland, da verteilen sich alle Aktivitäten auf mehr als 400.000 spendensammelnde Organisationen. Das heißt, unser Schwerpunktthema Gemeindeförderung, insbesondere auch mit dem Schwerpunkt Mädchenförderung, muss ja auch irgendwo einen Platz in diesem großen Feld finden. So, und wir haben weltweit so viele Projekte. Wir sind in über 50 Ländern vertreten. Wir haben weltweit über 1,2 Millionen Patenschaften. Das ist eine enorme Leistung der Organisation. Und das muss man eben immer wieder aufs Neue nach vorne bringen. Und dafür ist es eben auch wichtig, um die Bedürfnisse vor Ort befriedigen zu können. Sprich, die ganzen Projekte, die ganzen Gemeindemitglieder, die Kinder. Dafür sind eben Spendenmittel oder finanzielle Mittel zur Projektumsetzung notwendig. Und das ist eben die Aufgabe des Fundraisings, diese Spenden für unsere Projektarbeit sicherzustellen. Bei den Patenschaften waren wir ja auch sehr erfolgreich. Wir haben da auch einen Chart mitgebracht, wo auch nochmal steht, wie sich die Patenschaftszahlen in den letzten Jahren auch erfolgreich entwickelt haben. Das haben wir dabei. Genau hier sehen wir das. Vielleicht können wir das ja noch mal ganz kurz erläutern, wie sich das auch in den letzten 15, 20 Jahren entwickelt hat. Ja, das ist für uns eine Zahl, die uns wirklich stolz macht, weil letztendlich können wir hier auf ja, mehr als 30 Jahre, unsere Organisation hier in Hamburg gibt es ja seit 33 Jahren, sehr erfolgreiche Fundraising-Aktivitäten zurückzublicken und die DNA von Plan. Insbesondere so im das Herz von Plan schlägt ganz groß bei dem Thema Patenschaften, weil das Konzept der Patenschaften eben nicht nur ein einzelnes Kind, sondern die gesamte Familie plus die Gemeinde
zu erreichen, was wir eben über die Patenschaften versuchen zu erreichen. Das ist das Herz vom Plan und deshalb sind wir eben auch so stolz auf die sich stetig nach oben entwickelnden Patenschaftszahlen. Mhm. Aber wir sind natürlich auch stolz darüber, dass wir so viele mittlerweile inklusive der anderen Spendenden und Dauerspendern mehr als 400.000 Unterstützer in Deutschland haben. Und die zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie ewig und drei Tage, hätte ich fast gesagt, aber über viele, viele Jahre ihre Patenschaft unterstützen und damit auch die kindorientierte Gemeindearbeit für die Plan sicherlich sehr bekannt ist. Und absolut. Das ist, ja, wie man aus anderen Bereichen der Wirtschaft weiß, ist das nicht so ganz einfach, diesen stetigen oder diesen Erfolg Jahr für Jahr weiter auszubauen. Mhm. Aber auch da helfen uns Paten, indem sie uns und Patinnen, indem sie uns weiterempfehlen. Genau. Wir sprachen gerade über die vielen Patinnen und Paten, die wir haben. Einige davon stellen allerdings die Kritik, dass sie sagen, Mensch, jetzt unterstützen wir schon Plan International. Wir bekommen aber doch immer wieder auch viele Spendenaufrufe, auch von Plan eben. Und sie sagen, sie würden eigentlich ganz lieber sehen, dass dieses Geld dann doch direkt, anstatt in die Werbung, in die Projektarbeit geht. Was sagen Sie denn dazu? Auf den ersten Blick erscheint mir diese Kritik naheliegend zu sein, ja. Auf den zweiten Blick aber dann nicht mehr, weil wir haben ja nicht nur die Patenschaft, sondern aufgrund dessen, dass wir weitere große Projekte durchführen, gibt es dort auch eben in diesen Projekten einen weiteren Mittelbedarf, um die Projekte einfach realisieren zu können. Und deshalb, aber nicht nur gegenüber dem Paten, sondern auch gegenüber Nichtpaten, rufen wir immer wieder dazu auf, bespendet doch bitte ein einzelnes Projekt oder bespendet unsere sogenannten Fonds regelmäßig. Es ist notwendig, glaube ich, sozusagen am Ball zu bleiben, weil die Stetigkeit, das durchzieht ja auch den Begriff der Patenschaft. Wir gehen nicht einmal irgendwo hin und sind dann wieder weg, sondern wir sorgen für eine nachhaltige Entwicklung in den Gemeindeprojekten und das versuchen wir dann teilweise durch weitere Projekte noch zu unterstützen, beziehungsweise genau, noch auszubauen. Ja, das sind sozusagen Projekte, die gezielt nochmal in den Patenschaftsgebieten einzelne Komponenten nochmal explizit fördern. Genau. Ja, das muss man vielleicht auch nochmal erklären. Wir nennen das letztendlich Wirkung maximieren, indem wir nicht nur die Patenschaftsprogramme durchführen, sondern ergänzend dazu noch weitere große Projekte und dafür sind eben noch zusätzliche Mittel notwendig und leider Gottes dann eben auch Fundraising-Aktivitäten in der Form, dass wir unsere Paten und Patinnen mit einem zusätzlichen Brief anschreiben oder auch in der Planpost, im Patenschaftsmagazin vom Plan, dort auch immer regelmäßig zu weiteren Spenden auffordern. Einen so einen Spendenaufruf habe ich hier einmal mitgebracht. Es geht um das Thema Kinderheirat und das ist ja ein sehr wichtiges Thema, für das sich Plan einsetzt, denn tatsächlich werden alle 3 Sekunden auf der Welt ein Mädchen zwangsverheiratet. Das zeigt natürlich, wie wichtig es ist, sich dafür einzusetzen und da Spenden zu sammeln. In diesem Spendenaufruf steht auch, dass wir zusätzlich durch öffentliche Geber mitfinanziert werden. Was bedeutet denn das? Öffentliche Geber klingt so abstrakt. Ich versuche es mal ein bisschen anschaulich beim Namen zu nennen. Öffentliche Geber kann das BMZ, die Europäische Union oder das Ernährungsprogramm der Vereinten Nationen, World Food Program, sein. Das sind große Geber, internationale oder große nationale Geber, die eben die Entwicklungszusammenarbeit durch finanzielle Mittel unterstützen. Und das Gute daran oder das Schöne daran ist, dass diese finanzielle Unterstützung sehr großzügig ist von den öffentlichen Gebern. Und wenn wir zum Beispiel ein Projekt hätten, um es jetzt mal sehr anschaulich zu bezeichnen oder zu beschreiben, im Wert von 100 Euro, da muss Plan nicht 100 Euro für die Projektumsetzung finanzieren, sondern nur einen kleinen Anteil. Der Rest kommt vom öffentlichen Geber. Zum Beispiel bei Projekten, die vom Auswärtigen Amt finanziert werden, kann das bis zu einem Faktor von 10 bedeuten. Das heißt, wir müssen unseren Eigenanteil, nennt man das immer,
Unser Eigenanteil ist 1 Euro und der öffentliche Geber setzt dann auch nochmal weitere 9 Euro ein. Also mit anderen Worten, eine ganz tolle Form der Unterstützung. Und ich erwähnte ja eben auch schon diesen Begriff der Wirkungsmaximierung. Mhm. Wir versuchen, möglichst diese öffentlichen Gebermittel, die weiteren Privatspenden, die wir erhalten, und die finanziellen Mittel, die wir durch die Patenschaften erhalten, mehr oder weniger, oder nicht mehr oder weniger, sondern miteinander zu kombinieren, mhm, sodass wir vor Ort eben Wirkung maximieren. Wir möchten Ihnen natürlich heute auch zeigen, wie die Spendengelder vor Ort wirken. Deswegen haben wir Ihnen ein Video mitgebracht zum Thema Kinderheirat. Und Adelina aus Mosambik erzählt Ihnen jetzt, wie Plan sich in ihrer Gemeinde gegen Kinderheirat einsetzt. Im Juli 2021 traf eine große Naturkatastrophe die Mitte Deutschlands. Regenfälle veränderten Flüsse in reißende Ströme und richteten eine schreckliche Verwüstung an. Plan International entschied sich dazu, das erste Mal in Deutschland nach einer Naturkatastrophe um Hilfe zu leisten und bat um Spenden. Herr Porschen, wie kam es denn zu dieser Entscheidung? Ja, ich glaube, das ist letztendlich durch die Größe dieser Katastrophe erstmal initiiert worden. Zum Zweiten gab es aber eben auch Paten in den betroffenen Gebieten, die eben auch durch diese Flutkatastrophe oder Flutkatastrophen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen ist, worden sind, sodass wir uns auch gefragt haben, ob vor dem Hintergrund der Größe dieser Katastrophe es nicht auch angebracht ist, hier in Deutschland als große internationale Organisation zusätzlich eben auch zu spenden, für die Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland aufzurufen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Fabert Mahutjian bei uns haben, denn er leitet das Projekt in Deutschland. Und natürlich möchten wir auch wissen, was aus den Spenden geworden ist bzw. wird. Das Projekt ist ja noch sehr jung. Wir haben vor Ort angefangen mit einem Bus, einer mobilen Beratungsstelle. Fabert, was hat es denn damit auf sich? Ja, vielen Dank. Du sprichst den mobilen Beratungsbus an. Das ist sozusagen das Herzstück unserer Arbeit im Bereich der Fluthilfe. Leider ist es so, dass nach Katastrophenfällen oft Strukturen zusammenbrechen und Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie in Anführungsstrichen normalerweise funktionieren würden. Und da tritt sozusagen dieser mobile Beratungsbus in Aktion. Ganz einfach gesagt bedeutet das, dass wenn Menschen aus verschiedenen Gründen nicht mehr zu diesen Angeboten können, dass wir mit diesem mobilen Beratungsbus die Angebote zu den Menschen bringen. Das bedeutet, wir haben einen Bus, bestückt mit verschiedenen AkteurInnen,
der Kinder- und Jugendhilfe, der psychosozialen Unterstützung, der Sozialhilfe und versuchen, genau diese Angebote, die die Menschen nicht mehr erreichen können, zu den Menschen zu bringen. Dieser Bus fährt fünfmal die Woche verschiedene Orte an und bedient so verschiedene Bedürfnisse der Menschen. Obwohl das Projekt noch ganz, ganz jung ist, freue ich mich sehr, dass wir schon ein Video haben, was die Arbeit vor Ort einmal sehr eindrücklich zeigt. Also am Anfang kamen Eltern, Mütter zu uns und haben erzählt, wie es ihren Kindern geht. Die haben sich sehr große Sorgen um ihre Kinder gemacht. Die haben zum Beispiel erzählt, mein Kind ist jetzt wieder Bettnässer. Oder haben erzählt, mein Kind malt immer nur schwarze Wassermassen. Je nachdem, wie Kinder das dann zum Ausdruck bringen. Oder es wurde gesagt, die Kinder sprechen über nichts anderes. Die Kinder haben Verlustängste. Die Kinder haben Angst, dass Mama und Papa stirbt. Oder diese Geschichten waren es am Anfang. Diese Familien hängen sehr eng miteinander zusammen. Die Kinder sind abhängig davon, dass es ihren Eltern gut geht. Wenn die Eltern gut im Leben stehen können, sind die ein sicherer Anker für ihre Kinder. Also dadurch, dass wir so viele verschiedene Fachrichtungen mit an Bord haben, also von der Agentur für Arbeit, die viele Restaurants, Hotels sind durch die Flut zerstört oder in Mitleidenschaft gezogen worden. Da brauchen die Selbstständigen jetzt ergänzende Leistungen. Dafür ist das Jobcenter zuständig. Wir haben die Caritas mit an Bord, die auch noch mal nach den Senioren gucken, wie die aufgestellt sind. Wir haben ganz, ganz viel Jugendhilfe mit im Bus. Also wir haben zum Beispiel den Jugendhilfeverein mit im Bus, der noch mal speziell auf Jugendliche guckt. Wir haben Psychologen mit an Bord, also von der Kinder- und Jugendpsychologie, von der DRK-Fachklinik in Bad Neuenahr ist an zwei Tagen in der Woche eine Psychologin mit an Bord, an einem weiteren Tag eine Sozialarbeiterin von der Klinik, die auch noch mal speziell auf Kinder, Jugendliche zugeht und schaut, welche Belastungen sind die ausgesetzt, was brauchen die jetzt. Das ist ja wirklich ein tolles Konzept, auch angesichts der Zerstörung vor Ort, dass die Hilfe direkt zu den Menschen kommt. Was ist denn noch geplant? Der nächste logische Schritt, also bisher haben wir sozusagen erste Hilfe geleistet. Mhm. Das heißt, konkret nach der Katastrophe sozusagen sofort angefangen, erste Hilfe zu leisten, Nothilfe. Der nächste logische Schritt ist zu sagen, wir wollen etwas Nachhaltiges schaffen. Wir wollen die Strukturen, die gereizt waren oder teilweise auch zusammengebrochen sind, dahingehend unterstützen, dass sie selbstständig und unabhängig wieder funktionieren können. Das heißt, wir wollen etwas mittel- und längerfristig unterstützen bei der Entwicklungszusammenarbeit. Also der Übergang von der Nothilfe zum Wiederaufbau dieser belasteten Strukturen. Und das waren jetzt Bilder aus Ahrweiler. In Eschweiler gibt es ja ein ganz ähnliches Projekt. Wie hilft Plan dort? Ja, es ist einfach gesagt, gute Ansätze sprechen sich rum. Wir sind sehr stolz darauf, auch ein ähnliches Projekt in einer Nachbarstadt in Eschweiler zu haben. Auch da ist das Herzstück die mobile Beratung. Also auch da gibt es einen Bus, der mobil unterwegs ist.
Zusätzlich dazu haben wir verschiedene Angebote in festen Strukturen, im Familiengrundschulzentrum zum Beispiel, in verschiedenen Kitas, an verschiedenen Standorten, wo es sich auch größtenteils um die psychosoziale Beratung von Kindern, Jugendlichen, ihren Familien, aber wie Herr Porschen auch gesagt hat vorhin, ist es auch wichtig, die Gemeinde mitzunehmen, die Bedürfnisse der Gemeinde zu befriedigen und zu bedienen. Und genau, in Eschweiler ist es quasi ein ähnliches Projekt wie in Ahrweiler. Mhm. Normalerweise arbeiten wir ja in Lateinamerika, in Asien und in Afrika. Unterscheidet sich die Projektarbeit hier in Deutschland zu unserer internationalen Arbeit? Im Grunde genommen nicht. Leider ist es einer Naturkatastrophe oder einer Flutkatastrophe ziemlich egal, wo sie einschlägt. Ja, die Folgen sind sehr ähnlich, teilweise bedrückender. Das Positive ist, dass wir sowohl aus der nationalen Arbeit als auch aus der internationalen Arbeit Synergien schaffen können. Mhm. Das heißt, das, was wir hier sozusagen anwenden, können wir international kontextualisieren und genauso gut dort anwenden, andersherum ebenfalls. Das heißt, das ergänzt sich sehr gut. Wir sammeln sehr viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen und verschiedenen Gebieten und können im stetigen Austausch mit den international arbeitenden Kollegen gegenseitig unsere Arbeit sehr gut ergänzen. Danke, Fabert, auch für die Einblicke in diesen ganz neuen Zweig, ja auch für Plan. Ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute weiterhin für die Arbeit vor Ort. Vielen Dank. Beim Thema Fundraising geht es aber nicht nur um Spendenaufrufe, sondern beispielsweise auch um Firmen, die sich zusammen mit Plan engagieren. Und wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen jetzt. Wenn Sie sich mit Ihrem Unternehmen sozial engagieren wollen, bietet Ihnen Plan International zahlreiche Möglichkeiten. Von der Patenschaft bis hin zu speziell auf Sie zugeschnittenen Projekten bleibt aber eines gleich. Ihre Hilfe kommt da an, wo sie dringend benötigt wird. Fördern Sie über unsere Projektunterstützung eines unserer laufenden Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. So helfen Sie den Menschen dort, ihre Lebensbedingungen zu verbessern und setzen sich für die Rechte der Kinder und ihren Schutz ein. Ihre zweite Möglichkeit ist die Plan-Patenschaft. Mit monatlich nur 28 Euro übernehmen Sie nicht nur die Patenschaft für ein Kind, sondern fördern dessen ganze Gemeinde. So unterstützen Sie diese Menschen dabei, sich selbst zu helfen. Patenschaften sind in fast 50 Ländern möglich. Sie möchten ein Projekt exklusiv unterstützen? Bei einem Individualprojekt können Sie Themenbereich und Projektland frei wählen. In einer persönlichen Beratung finden wir gemeinsam heraus, welche Inhalte dabei am besten zu Ihrem Unternehmen passen. Ihr Unternehmen bekommt so ein exklusives Projekt, welches allein Sie unterstützen. Seit 2017 engagiert sich auch die Firma Frosta mit Plan zusammen in Ecuador. Ich freue mich sehr, Frau Ahlers heute begrüßen zu können von der Firma Frosta. Herzlich willkommen, Frau Ahlers. Was war denn die Initialzündung für Frosta, sich bei Plan zu engagieren? Ja, vielen Dank. Frosta produziert ja Tiefkühlprodukte und zwar tun wir das in Deutschland an drei Standorten und in Polen. Wir kaufen aber Zutaten aus der ganzen Welt für unsere Gerichte. Und wir haben vor einigen Jahren uns entschieden, uns nicht nur an unseren Standorten zu engagieren, sondern wir fühlen auch die Verantwortung für die Herkunftsländer unserer Zutaten. Und haben uns auf die Suche gemacht nach einem Partner, mit dem wir uns vor Ort engagieren können. Und dann kamen wir relativ schnell auf Plan. Mhm. Ich selber habe auch schon lange Patenkinder und lustigerweise der Kollege, mit dem wir das besprochen haben, hatte auch ein Patenkind von Plan. Und insofern fiel die Wahl dann eigentlich relativ schnell. Aber der Hauptgrund dafür war,
dass wir erstens diese Transparenz sehr gut fanden von Plan, dass man also die Möglichkeit hat, auch wirklich die Projekte sich wirklich auch selber mit einzubringen, die Projekte zu besuchen. Das war uns wichtig. Dass wir eben auch die Möglichkeit hatten, aus verschiedenen Ländern zu sagen, wo wir uns engagieren wollen. Mhm. Und insofern haben wir das so gemacht, dass wir unsere Hauptlieferanten, unsere Hauptzutaten durchgegangen sind. Und da sind wir sehr schnell auf den Brokkoli gekommen. Und unser Brokkoli kaufen wir in Ecuador schon seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Es ist aber tatsächlich so, dass wir auch viele Nachfragen von unseren Verbrauchern bekommen. Warum muss der Brokkoli eigentlich aus Ecuador kommen? Das ist ja wahnsinnig weit entfernt. Und wie sind dann die Arbeitsbedingungen? Und das wird auch manchmal kritisch gesehen von den Leuten, die ein Froster-Produkt kaufen. Mhm. Umso wichtiger war es uns, dass wir uns dort dann auch mit einem wirklich guten Projekt vor Ort engagieren, dass wir etwas tun für die wirklich in unmittelbarer Umgebung des Standortes unseres Lieferanten. Dass wir sozusagen auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es den Leuten dort besser geht. Ja, interessanter Punkt. Wir reden gleich weiter über das Projekt. Eine Frage an Sie, Herr Porschen. Warum ist es denn für Plan so sehr wertvoll, eine Kooperation zu haben, wie zum Beispiel mit Froster? Warum sind diese Kooperationen so wertvoll für Plan? Letztendlich geht es, genau wie ich eben schon gesagt habe, darum, Wirkung zu maximieren. Und da arbeiten wir halt mit vielen Partnern zusammen, sei es Paten, sei es öffentliche Geber, aber eben auch mit Unternehmen. Mhm. Das hat für uns natürlich einmal den Vorteil, dass Unternehmen, die soziale Verantwortung auch für bestimmte Regionen, in denen sie produzieren oder einkaufen, übernehmen. Insgesamt ist es uns einfach wichtig, dass auch dort durch Unternehmen Projekte gefördert werden, um eben unsere Wirkung maximieren zu können. Und zum Zweiten, und da bin ich auch der Firma Froster sehr dankbar und auch anderen Kooperationspartnern natürlich, wir suchen natürlich auch immer Möglichkeiten, so nach dem Motto, tue Gutes und sprich darüber oder rede darüber. Und die Unternehmen unterstützen uns dabei. Froster, vielleicht sagt Frau Alles das gleich selber, ich hoffe, ich nehme es jetzt nicht vorweg, hat zum Beispiel auf einer Verpackung, weist die auf dieses Projekt hin. Und das ist für uns natürlich eine ganz tolle Geschichte, weil dort unterstützen uns durch kostenlose Kommunikationsleistung Unternehmen auch und helfen sozusagen unser Anliegen weiter in die Welt oder an den Verbraucher heranzutragen. Mhm. Deshalb ist einmal Projektunterstützung und zum Zweiten eben die kommunikative Leistung von Unternehmen für uns eine tolle Ergänzung. Das ist also eine Win-Win-Geschichte eigentlich für beide Seiten. Frau Ahlers, bevor wir jetzt gleich uns das Projekt genauer ansehen, Froster ist ja ein großes Familienunternehmen. Und Sie haben ja auch eine große Belegschaft. Wie wird denn diese Belegschaft mit eingebunden in diese Kooperation? Wir haben zwei Dinge gemacht. Das erste ist, dass wir uns überlegt haben, dass wir unsere Auszubildenden sozusagen zu den Botschaftern des Projektes machen. Das heißt, der Großteil eigentlich der internen Kommunikation über das Projekt und aber auch der externe Kommunikation findet über unsere Auszubildenden statt. Das hat sich wirklich bewährt, finden wir. Die engagieren sich oder identifizieren sich eben sehr mit dem Projekt, sind selber einfach, weil sie auch noch jünger sind, sehr begeistert davon und insbesondere, weil das Projekt, was wir unterstützen, sich ja auch um Jugendliche in Ecuador kümmert. Insofern ist die Verbindung da sehr gut. Und Zweite, was wir gemacht haben, dass wir nicht nur dieses Projekt in Ecuador unterstützen, sondern wir haben auch unseren Abteilungen sozusagen Patenkinder zur Verfügung gestellt. Das heißt, es gibt, ich glaube, 14 Patenkinder, die wir bei Froster haben, die sozusagen den einzelnen Abteilungen zugeordnet sind. Und auch dort kümmern sich die jeweiligen Auszubildenden in den Abteilungen um den Kontakt zu dem Patenkind und kommunizieren das über unser Intranet, teilen die Briefe dort im Intranet. Und auf die Weise ist ein guter Austausch vorhanden. Wir haben auch andere Dinge gemacht. Wir haben bei uns in der Kantine einmal alle zusammengerufen und da war auch von Plan jemand da, haben einfach über das Projekt berichtet, Fotos gezeigt. Ein Mitarbeiter, ein Kollege aus dem Einkauf, der vor Ort war, hat berichtet. Und das sind natürlich schöne Erlebnisberichte, die dann auch alle sehr gerne verfolgen. Eine weitere, vielleicht
nehme ich das jetzt vorweg. Aber nee, aber ich glaube, Sie haben sich, oder Mitarbeitenden haben sich, glaube ich, auch an diesem Pinkifizierung, glaube ich, beteiligt. Genau. Ne? Davon hatten Sie auch uns ein paar Fotos mitgebracht, die wir auch noch mal zeigen können. Ja. Wollen Sie dazu noch auch was kurz sagen? Ja, das war auch tatsächlich ein sehr schönes Projekt, das wir seit 2017 auch an dem Weltmädchentag beteiligen und insbesondere an diesem Youth Takeover, was ganz faszinierende Resultate auch hat. Das heißt, ich habe zum Beispiel... Das müssen Sie, glaube ich, kurz erklären, was das ist. Genau. Ich habe meinen eigenen, an dem 11. Oktober, dem Internationalen Weltmädchentag, der, glaube ich, vom Plan International ins Leben gerufen initiiert wurde. Genau. Beteiligen wir uns, indem wir zwei Dinge machen. Das eine ist, dass wir unsere größte weiße Fläche, das ist unser Kühlhaus in Bremerhaven, für ungefähr 48 Stunden, glaube ich, pink anstrahlen. Das ist dann im Fischereihafen in Bremerhaven wirklich auch weit sichtbar und hat auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und das andere ist, dass wir uns an dem Tag selber an diesem Youth Takeover beteiligen. Das heißt, dort geben sozusagen Führungskräfte bis hin zum Vorstand geben ihren Posten für einen Tag an eine junge auszubildende Trainee, also an eine junge Kollegin, die sozusagen für einen Tag diesen Job übernimmt und auf die Weise einfach sich mit möglichen späteren Berufsbildern auseinandersetzt. Und ich habe zum Beispiel meine Position Öffentlichkeitsarbeit an dem Tag abgegeben an eine junge Auszubildende, die dann an dem Tag die Presse betreut hat. Und das sind das fanden wir, war auch ein sehr, 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 sehr schönes Ereignis und machen deshalb da jedes Jahr gerne mit. Ja, also es klingt wirklich sehr spannend, vielleicht auch als Vorbild für andere Unternehmen, die vielleicht auch jetzt Lust bekommen, das zu machen. Können Sie uns denn ganz kurz, wir haben auch ein paar Bilder mitgebracht, von dem Projekt erzählen, was Froster mit Plan in Ecuador zusammen ins Leben gerufen hat? Also es handelt sich um ein Ausbildungsprojekt für Jugendliche in der Region Cotopaxi. Das ist die Region, wo tatsächlich unser Brokkoli auch angebaut wird. Dort werden aus verschiedenen Gemeinden bis zu 200 Jugendliche regelmäßig in Workshops dazu angeleitet, eigene Ideen für ein kleines Geschäft zu entwickeln. Ja. Das heißt, das Ziel ist, dass wirklich ein nachhaltiges Einkommen entsteht für die Jugendlichen und für die Familien. Und es wird ihnen im Grunde, werden ihnen sozusagen die Basics der Unternehmensgründung und des Managements beigebracht. Allerdings auch war ein großer Schwerpunkt ist ein großer Schwerpunkt der Workshops auch zum Beispiel die Rechte der Mädchen zu betonen und zu stärken. Wir waren sehr bewegt davon, dass die allermeisten Mädchen in Ecuador, ich glaube, mit 12 Jahren schon die Schule beenden und sozusagen da auch zu stärken, das Selbstverständnis, dass man eben auch weiter in die Schule gehen sollte als Mädchen, das sind wichtige Elemente auch der Workshops. Und das Ergebnis ist, dass wir tatsächlich, ich glaube, inzwischen bis zu 30 kleine Unternehmen sich gegründet haben, die jetzt von Jugendlichen geleitet werden. Das sind so praktische Dinge wie Bäckereien zum Beispiel, die entstanden sind, oder auch kleine Gemüseanbauten und Hühnerzucht. Also kleine Projekte, kleine Geschäfte, die auch Arbeitsplätze bedeuten für bis zu 200 Jugendliche. Und das, finde ich, ist aus unserer Sicht ein toller Erfolg, weil es einfach nachhaltig auch ist und nachhaltig die Situation verbessert der Leute. Genau. Wir haben auch einen kleinen Film mitgebracht. Bevor wir nämlich das Gespräch weiterführen, lassen wir doch die Jugendlichen vor Ort selbst berichten, was sie durch ihre Unterstützung erlebt haben. Participamos en el proyecto de Plan Internacional. Es un proyecto muy bueno que nos ha venido a ayudar aquí en la comunidad. Empezamos con lo que es el proyecto de hortalizas. También luego nos ayudaron con la crianza de los chanchos, con la capacitación, nos dieron los chanchos para crecer. Mi hijo ha asumido responsabilidades, ha aprendido cómo debe cuidar un chanchito. Y con el proyecto que nos dieron también una capacitación sobre la apertura de cuentas, en la cual ellos van a ir haciendo el ahorro para posterior, como decía, en el plan, en la capacitación, que eso les va a servir para sus estudios superiores.
Mi sueño era seguir estudiando, pero no tenía, como le diré, un ahorro para poder progresar en el futuro. Y gracias al Plan Internacional, creo que llegó en el tiempo correcto para motivar que siga estudiando. Y gracias a eso ya tenemos un pequeño ahorro y seguir creciendo lo que es en el taller, con las compañeras, siempre unidas, trabajen en el equipo, es lo mejor. ¡Confecciones Florcita! Gracias a este emprendimiento, los ingresos que estamos produciendo, puedo llevar a cabo mis estudios universitarios. Plan también nos ha ayudado con las capacitaciones de empleabilidad, igual de un manejo financiero, los cuales nos han sabido capacitar mediante el ahorro, cómo podemos seguir generando ingresos. Hemos logrado fortalecer en este grupo la organización, la responsabilidad y sobre todo el trabajo en equipo. No lo hemos hecho el trabajo solos, sino acompañados de estos socios que son fundamentales para lo que es el cierre de un ciclo de formación, capacitación, y que ellos lo vayan viendo también como un emprendimiento a largo plazo, sostenible. Estamos nosotros muy orgullosos de poder aportar como Instituto Vicente León y Plan Internacional para que cada uno de estos chicos tengan éxito en cada una de sus panaderías. La crianza de animales traspatios como cerdos, pollos, huertos, que es lo que hemos trabajado en algunos emprendimientos, va alineada muy, muy, muy de cerca al tema de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Todo lo que yo puedo decir en conclusión de este proceso de emprendimiento es que los jóvenes va a flote más el tema de proactividad, de que hay más dinámica familiar y por sobre todo la autoestima de ellos sube bastante. Tenía vergüenza de todo. Pero ahora con el proyecto como que ya voy madurando y se me quita la vergüenza. Con ese emprendimiento, más que todo, como madre, he visto por mi hijo, por eso he pensado y creado esa mentalidad de trabajar, de ser alguien en la vida, luchar por mi hijo y salir en adelante, porque las mujeres también somos positivas. Frau Allers, nachdem wir auch diese Bilder gesehen haben, muss ich natürlich diese Frage noch stellen. Hat denn einer von der Firma Frosta das Unternehmen, das Projekt inzwischen besucht? Ja, das ist auch etwas, was wir uns besonders gut gefällt, diese Möglichkeit. Meine Kollegen aus dem Einkauf waren tatsächlich schon zweimal dort, haben zweimal ein ausgewähltes Patenkind, aber auch dieses Ausbildungsprojekt hat einen Workshop mit erleben können, und diese Bäckerei, die wir gerade gesehen haben zum Beispiel, hat er auch besichtigt, und das sind natürlich tolle Erlebnisberichte, die er dann wieder mit uns teilen kann, und das sorgt für unheimlich viel Vertrauen und Transparenz einfach, dass man die Möglichkeit hat, sich das einmal anzusehen, und wir verbinden das dann mit unseren Besuchen des Lieferanten. Insofern, wir sind jetzt sowieso dort vor Ort gewesen, und das sind sehr, sehr beeindruckende Tage dann gewesen. Ja, das glaube ich. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Das war sehr wirklich sehr beeindruckend, dass Sie uns das mitgebracht haben und das auch so sehr ehrlich und schön uns erzählt haben, dass wir das auch selber sehen konnten, wie das da vor Ort läuft. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Wir sind schon am Ende der Sendung angekommen. Wir danken Frau Allers nochmal, vor allem Herrn Porschen und auch Farbut Mahuchian. Ja, und danken Ihnen vor allem dafür, dass Sie uns in die Welt des Marketings mitgenommen haben. Gerne. Und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Und wenn Sie das nächste Mal einen Spendenaufruf von uns bekommen, denken Sie dran, wir möchten Sie über unsere Arbeit informieren. Überlegen Sie selbst, ob Sie spenden möchten. Wenn Sie es tun, dann freuen wir uns, denn jede Spende zählt. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Werbung für.